Die nächste Legislaturperiode steht an und wir sehen gerade, dass sich alle Beteiligten in Positionen bringen. Es hat in den letzten Wochen eine Vielzahl an Papieren gegeben aus den Parteien heraus, aber auch aus den Thinktanks, aus den Forschungsinstituten, aus den Gremien, die sich alle positionieren. Die Herausforderung, die uns bevorsteht, ist eine sehr große. Sie sprachen es gerade an. Wir können das sicherlich nicht alleine, sondern es ist genau so, dass wir alle Partner, alle Teilnehmer im Innovationssystem einbinden müssen. Und das ist in der Tat eine neue Herausforderung. Und wir sehen schon, dass wir aktuell an einem Punkt sind, wo es wirklich darum geht, Dinge neu und anders zu machen. Wir haben die großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Sie haben gerade das Thema Klimawandel angesprochen, aber genauso das Thema soziale Ungleichheit, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Also wir haben viele Themen, die wir mit den existierenden Instrumenten und Systemen und so, wie wir es bisher gemacht haben, nicht angehen können. So, das heißt, wir brauchen da einen Neubeginn und wir brauchen dafür andere Instrumente und wir brauchen aber auch diesen anderen Mindset. Und wir haben es im EFI-Gutachten 2021 schon beschrieben, dass wir eben diese agile, diese missionsorientierte Innovationspolitik brauchen, dass wir aber auch gerade, was wir in Deutschland immer bisher sehr gut konnten. Wir sind grundsätzlich in den technologischen Innovationen eigentlich gut gewesen. Das müssen wir weiterführen, das müssen wir vertiefen. Wir müssen da nochmal stärker auf dieses Thema, gerade auch technologische Souveränität, Schlüsseltechnologien, uns Gedanken darüber machen, was brauchen wir unbedingt, was wollen wir auch. Wir können nicht alles machen, dafür haben wir haben nicht unendlich viel Geld. Wie positionieren wir uns auch auf der Welt, in der Welt? Also was kann Deutschland, was kann Europa? Und dann ergänzend zu den technologischen Innovationen, das, was in den nächsten Jahren noch wichtiger werden wird, ist dieses Thema soziale Innovation. Und da haben wir dann auch wieder die Einbindung der Gesellschaft. Und auch da probieren wir, und das ist sehr schön zu sehen, aktuell einiges aus. Auch in den letzten 2-3 Jahren sind da immer mehr Instrumente ausprobiert worden, sowohl von der Regierung als auch auf kommunaler Ebene. Das Hightech-Forum hatte da ja auch einen Beteiligungsprozess gestartet, wo sie verschiedene Instrumente ausprobiert haben. Wir sehen, dass die Politik offener ist für solche Instrumente, für Experimentallabore. Das wird aber noch viel stärker kommen müssen, weil wir diese Transformation, und das ist es, was vor uns steht, nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger schaffen können. Und wir brauchen da, und das wird, glaube ich, wirklich eine ganz große Herausforderung sein. Wir brauchen auf der einen Seite den Exzellenzanspruch und wir brauchen die besten Forscherinnen und Forscher. Und wir müssen diese exzellente Forschung möglichst schnell in Innovationen überführen. Und wir brauchen aber auf der anderen Seite alle in dieser Gesellschaft, dass wir sie mitnehmen und dass sie bereit sind, denn es werden tiefgreifende Veränderungen sein, dass sie bereit sind, das mitzutragen. Und das ist ehrlicherweise, da bin ich dann immer ganz froh, dass ich Wissenschaftlerin bin und nicht Politikerin, denn das sind wirklich große Aufgaben und ja, da habe ich großen Respekt davor. Für mich bedeutet die Zukunftsfähigkeit unseres F&I-Systems, dass wir auf verschiedenen Schultern stehen. Wir brauchen gut ausgebildete, mutige Menschen, jung und alt. So, das ist das ganze Thema Bildung, da müssen wir dringend dran. Wir brauchen exzellente Wissenschaft, Thema Wissenschaft und Forschung. Da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber wir brauchen auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es dann in die Anwendung bringen können. Also dieses Thema Transfer, da müssen wir ran, da müssen wir noch mehr machen. Und ich wünsche mir den Mut zu sagen,
als Staat, als Politik, wir setzen Impulse und dann lassen wir die Leute machen. Denn ich glaube, das hat uns das vergangene Jahr gezeigt. Es ist unglaublich viel innovatives Potenzial vorhanden bei unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, da können wir noch viel mehr draus ziehen. Und gerade wenn es so darum geht, ein Innovationssystem für die Zukunft zu machen, da liegt sehr, sehr viel Potenzial. Das Projekt We vs. Virus, das getragen wird vom Project Together, die ja jetzt auch bei dem Wirkung hoch 100 beim Stifterverband dabei waren, die haben etwas Unglaubliches ausgelöst. Und ich war selber dabei, ich bin Mentorin, ich bin auch immer noch Mentorin. Ich habe 3 Teams, die ich betreue, sowohl aus We vs. Virus als auch bei dem Wirkung hoch 100. Das ist ja das Thema Bildung, was mir sehr am Herzen liegt. Und diese Energie und diese Lust an Ideengenerierung zu spüren, das war an diesem einen Wochenende großartig. Und das ist es jetzt noch. Wir haben sicherlich einige Leute, und es waren ja über 20.000 am Anfang, die noch mit dabei waren. Natürlich sind nicht mehr alle dabei. Aber ganz viele Ideen davon sind, die werden jetzt noch weitergetragen und die sind jetzt dabei und die gehen langsam in die Umsetzung. Und ich glaube, das hat Deutschland positiv überrascht, weil wir selber nicht geglaubt hätten, dass wir diesen Ideenreichtum und diese Lust, etwas zu verändern, dass es das wirklich bei uns gibt. Und das zeigt mir, dass diese Instrumente richtig sind, es breit zu streuen, es auf Plattform zu stellen, die Leute mitzunehmen, Impulse zu setzen, das ist das eine. Und das andere, aber, und ich sagte es gerade schon, so diese Impulse zu setzen, zu sagen, wir wollen da jetzt mal etwas machen, denn jetzt kommt es darauf an. Und ich bin mir sicher, wenn wir zum Thema Klimawandel ähnliche Initiativen starten würden, dann würde das genauso kommen. Und dann müssen wir nur sehen, und das ist das, was eben jetzt gerade die Frage ist, wie trägt man es dann auf die nächste Stufe? Ja, wir haben einige Startups, die jetzt daraus hervorgegangen sind. Wir haben viele Einzelunternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Ideen weitertragen. Aber ganz viele von denen fragen sich auch, wie geht es jetzt für mich weiter? Woher kommt jetzt die Finanzierung? Wie schaffe ich es jetzt, in diese entsprechenden Strukturen reinzukommen? Und da jetzt so ein tragfähiges Netzwerk zu schaffen, zu sagen, guck mal, da gibt es die eine Mentorin, da gibt es den anderen Mentor und da gibt es jetzt entsprechende Förderprogramme, das wird jetzt, das wäre jetzt der nächste Schritt. Und gleichzeitig hilft es uns aber auch, da mit diesen Rollenmodellen zu spielen und zu sagen, guck mal hier, das sind 15-jährige Schülerinnen, das sind 85-jährige Damen und Herren, die haben alle Ideen, die haben die genommen, die haben die weiterentwickelt, die haben sich auch ausgetauscht und wir haben eine Begleitstudie gemacht bei We vs. Virus, ein Masterstudent von mir hat das begleitet und da sind so viele tolle Zitate gekommen und man hat gemerkt, was für eine Lust an Innovation und Lust an Ideen dort war, dass ich mir wünsche, dass wir das ja regelmäßig machen, ist immer so ein bisschen schwierig, ja, dann nutzt es sich womöglich irgendwann ab, aber ich glaube, da ist ein unglaubliches Potenzial, was wir in den vergangenen Jahren noch nicht so stark genutzt haben.